Meinungsfreiheit steht in diesem Grundgesetzbuch. Und Kunstfreiheit. Selbst für so ekelhafte Zeilen wie mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Man darf sie aber trotzdem zum Kotzen finden und muss sie nicht an einem Holocaust-Gedenktag auch noch mit einem Echo auszeichnen. Der deutsche Rap braucht dringend eine Antisemitpreisbremse, liebe Zuschauer. Und das gehört ja auch zur Debatte. Was ist Kunst? Weil Kunst ist ja nicht nur Hochkultur, wie das hier. Farid Bang liest Klassiker der deutschen Lyrik mit Werken von Johann Wolfgang von Goethe. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Josef Freiherr von Eichendorff. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Bis hin zu Erich Fried. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die verfickte Liebe. Farid Bang liest Klassiker der deutschen Lyrik. Kauf's dir, du Hurensohn. Ja. Soweit Dr. Farid Bang. Sein Duettpartner, Kollege, bürgerlich Felix Blume aus der klassischen Gangsterstadt Düsseldorf, arbeitet da deutlich subtiler. Hier in seinem Video Apokalypse trägt der Stellvertreter des Teufels auf Erden, der die Menschheit kontrollieren soll, an der Hand einen Ring mit Davidstern. Ja. Und nachdem dieser Banker im Video beseitigt ist, herrscht auf Erden Frieden zwischen, ich zitiere, Buddhisten, Muslimen und Christen. Da fehlt doch noch was. Ach ja, Juden. Kollege selber sagt, das wäre eigentlich nur Science Fiction. Also eine Zukunft, die er sich erträumt. Ohne Juden halt. Aber immerhin gab es von Kollege auch eine, muss man sagen, fast schon versöhnliche Geste. An alle Hörer von uns, die jüdische Wurzeln haben. Ihr kommt ab jetzt auf Lebenszeit auf jedes Konzert umsonst in den Backstage mit uns chillen. Shalom. Es gibt bestimmt einige unter euch, die sind jüdischer Herkunft. Bitte meldet euch bei mir. Sagt mir mal, ob Boss und Banger euch irgendwie antisemitisch rüberkamen oder ob ihr irgendwas vielleicht beleidigend fandet. Meldet euch. Hör mal, das ist doch eine schöne Idee, finde ich. Wer sich beleidigt fühlt, der soll sich melden. Und stellen Sie sich vor, tatsächlich hat sich ein Mitbürger jüdischen Glaubens bei uns gemeldet in dieser Angelegenheit. Der Stand-up-Komiker Oliver Polak. Kollege, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freier Eintritt. Du weißt wirklich, wie man uns Juden kriegt. Sache umsonst, wegen Geldgeil und so. Ab jetzt jedes Kollege-Konzert for free, auf Lebenszeit. Leider kann ich auf Lebenszeit bei jedem deiner Konzerte nicht. Ist aber bestimmt total nett gemeint, mein Flamingo-Schnäbelchen. Außerdem, Auszug aus Ägypten, Holocaust und jetzt noch umsonst auf deine Konzerte. Ey, wie viel Leid soll ein Mensch denn bitte ertragen? Mal jenseits von Geschmacksfragen oder Kunstfreiheit. Wenn du in deinem Video den Teufel einen Davidstern tragen lässt, dann bist du ganz persönlich mitverantwortlich, wenn jüdische Kinder auf Schulhöfen gejagt, verprügelt oder mit Gürteln ausgepeitscht werden. Muss es denn wirklich immer Antisemitismus sein? Besinn dich doch wieder auf die Themen, für die der Rap erfunden wurde. Prollige Autos, Mütter ficken. Ach ja, auch noch eine technische Frage. Wenn demnächst die ganzen Juden umsonst in deine Konzerte wollen, woran erkennst du eigentlich, dass wir wirklich Juden sind? Wobei, so muss es eigentlich passen, oder? Shalom zurück.